diesem Video geht es um den Erfolg, die Trophäe, der König. Es geht darum, dreimal den König zu treffen und das erste Mal triffst du ihn, wenn du in der Story einfach voranschreitest, hier runter gehst und nicht mehr reisen kannst, dann sagst du dir, okay, du musst zu dem König, du gehst dann einfach hier zurück, nach links, hier in das Zelt rein und dann triffst du ihn zum ersten Mal. Um den König das zweite Mal zu treffen, gehst du jetzt hier in das vierte Level, dann rennst du hier nach rechts. Ganzen Weg hoch. Hier nochmal hoch. Hier kann man sich rollen. Zack. Dann hier nochmal den Haken benutzen. Hier rein, wenn es nicht offen ist, dann nach oben und hier ist dann der Schalter für die Abkürzung. Dann gehst du hier weiter. Jetzt sind wir im Schloss. Spring hier hoch. Auch mal hoch. Dann gehst du am besten hier gleich mal nach rechts und zum Speicherpunkt, damit nichts passiert. Dann gehst du hier hoch. Wenn du einen Gleitschirm nicht hast, dann gehst du hier hoch, komplett hier hoch. Und dort, also hier drinnen, ist der Gleitschirm. Ansonsten gehst du gleich hier weiter, einfach nach links, wieder zurück. Hier hoch, Gleitschirm benutzen. Dann hier nach links. Pass auf die Samurais auf, kleinen, die machen extrem viel Damage. Dann gehst du hier weiter hoch. Springst hier ab und benutzt den Haken. Hier sind noch weitere Samurais. Dann gehst du hier einfach weiter, benutzt den Haken. Gehst durch diese Tür und dann befindet sich hier oben der König. Wenn du an die Orte nochmal hinkommst, ist hier jeweils eine Kiste und du bekommst zweimal ein komplettes Set. Das dritte Mal findest du den König hier im Hain der Vorfahren, das fünfte Level. Falls du es noch nicht freigeschaltet hast, findest du es in der Videobeschreibung und angepinnt im Kommentarbereich. Dann kommst du hier raus, gehst nach links. Dann hier hoch. Nochmal hoch. Dann geht's hier rein. Abspringen und den Gleitschirm benutzen. Haken. Dann rennst du hier einfach weiter. Hier hoch durch die Tür. Hier ist ein Speicherstein. Dann springst du hier hoch und da siehst du schon den König. Rede mit ihm und da ist dein Erfolg, der König. Schau dich ansonsten am Kanal um, dort sind noch weitere Tipps und ganz viele Videos zu Elden Ring.